In der letzten Episode. Vielleicht kommen wir ja doch noch heute Abend mit dem Hörnchen durch. Bei diesen zahlreichen Hütten hier, da weiß ja nicht. Kartoffel und Salz. Food. Junge, soll ich dir mal sagen, wie viel Kalorien Salz hat? Du wirst dich wundern. Ja. Also bestimmt schon immer mal auf dem Fernseher rumlaufen. Nee, das ist nur Farbe. Too heavy. Echt, die Farbe ist dir zu schwer, obwohl wir sie nicht mal aufgenommen haben. Eine besonders schwere Farbe. Sie macht mich melancholisch. Dann würde ich gerne mal vor die Tür schauen, um mich zu vergewissern, dass es auch wirklich blizzert. Ist. Okay, ist es. Apropos ist es, ist das mal. Und so geht's weiter. I need to drop something. Ja, damit herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Episode 81. Wieso droppen? Echt, haben wir so viel Zeug an uns? Es geht, ist jetzt nicht so viel. Ja, ich denke, wir sind hier beim Bauernhaus fertig. Es ist allerdings noch sehr, sehr früh. Ich kann mal noch ein bisschen Licht abwarten. Okay, es ist nicht extrem viel heller geworden. Ja, wie ist denn das eigentlich mit Futter hier? Nicht so günstig, oder? Wir haben ja, glaube ich, nichts rumliegen. Gut, du kannst zumindest erstmal ein bisschen was trinken. Das geht auf jeden Fall. Okay. Ist erstmal hell genug. Das Kletterseil. Das ist ein Reh da vorne. Gut, wir wollen ja eigentlich nur zum Haus der Grauen Mutter. Relativ simpel. Und abladen. Gucken, was das für Wetter gibt heute. Ich schätze aber eher Schneefall. Hier war letztens ein Wolf und ein Hirsch unterwegs. Deswegen bin ich nicht so sicher, ob sich das Thema gegeben hat oder ob der Wolf immer noch hier zugange ist. Nein, er frisst noch. Die ganze Nacht durchgefressen, Gott. Habe ich jetzt immer noch kein Interesse, komischerweise. Ja, das ist genau die richtige Richtung, ich sehe das schon. Wo du dahin fließt. Ja, es sind minus 51 Grad. Der Zack hat ja ein Video raus. Ich weiß nicht, ob er inzwischen schon ein zweites rausgebracht hat, aber das, aus meinem Stand der Dinge hat er ein Video rausgebracht zu diesem Misery-Modus, dem Elends-Modus. Und war ja da einer der Beta-Tester. Und er hat halt gemeint, dass er im Sturm mal insgesamt mehr als, oder weniger in dem Falle, weniger als minus 100 Grad Celsius hatte. Dies friert einem dann schon mal schnell ein, ja. Das, da bist du schon dem Gefrierbrand sehr nahe. Okay, die Krähen sind heute sehr aktiv. Sie krähen direkt über meinem Fenster. Da ist nämlich ein Baum davor. Thank goodness. Made it through another night. Willst du reden, Junge, oder wie ist das hier? So, mal gucken, ob das mit dem Feuer funktioniert hat. Okay, der Junge möchte heute reden. Gut, alles klar. Es hat funktioniert. Nice. Und noch ein Stück. Das ist, glaube ich, auch unsere Pfanne und Topf, oder? Nee. Nee, ist es nicht. Gut, dann lassen wir das gerade so stehen. Diese kleinen Flaschen. Anscheinend haben wir kein Wasser auf Lager, okay. Dann nehmen wir halt das. Er ist leider immer noch finster hier drin. So, wie ist denn das hier? Das ist voll. Da kommen wir gar nicht ran.
Da ist kein Holz drin, da ist nichts. Hier kann man noch was reinknüllen. Gut. Das Buch packt man auch rein, das werden wir auf keinen Fall lernen. Ja, ich weiß nicht, was ich mit dem Geraffel machen soll. So, da haben wir noch Sicherung und Drähte und noch ein Brecheisen. Wir haben leider keinen Wetzstein gefunden. So, warte mal. Was haben wir denn hier sonst noch? Das passt ja soweit. Würde ich sagen. Ja, komm. Wir können mal eine Fackel loswerden. Dann haben wir relativ viel Essen dabei. Da müsste ich vorne noch mal was rauswerfen. Kleidung, das passt soweit. Medizin, das passt soweit. Hier haben wir schon durchgeguckt, genau. Dann ist tatsächlich eigentlich nur vorne rauszuwerfen, echt. Hier drin trocknet. Deswegen müffelt das auch so. Gut. Heller und wärmer. Ja, das sieht nicht so gut aus, okay. So, die bleiben auf jeden Fall mal da. Das Öl auch. Da haben wir noch zwei Kartoffeln, die müsste man noch abkochen. Mit den beiden mal. Die schmeißen wir mal hier vorne hin. Ja, die sollte ich vielleicht auch aufheben. Den Kaffee übrigens auch. Denn wie ich rausgefunden habe, es ist nicht sehr viel Fleisch, was wir hier haben, tatsächlich. Denn wie ich rausgefunden habe, sind Kartoffeln roh, natürlich kein Vitamin C, aber wenn du sie gekocht hast, haben die mittleres Vitamin C. Ja, okay, gut. Wo ist denn Windschatten? Gar nichts, kommt einfach von oben. Hier ist Windschatten. Ja, das geht vermutlich in Blizzard überall. Das würde mich auch schwer wundern, wenn es das nicht täte. Hm. Echt sicher. Dann warte mal. Erstmal ab. Hier ist alles in Ordnung, gut. So. Dann nehmen wir einfach Dinge auseinander. Dass es wieder warm ist. Aber ich würde schon sagen, dass das Wetter definitiv nach Blizzard riecht. So. Das reicht erstmal. Ja, es riecht danach, aber das heißt ja immer nichts. Dann warten wir noch mal. Es ist ein Grad wärmer geworden. Ist aufgeklart, echt. Dafür wird es stürmischer. Ja, ja, ja. Gut. Heute zum Ping-Pong-Tag oder was? So, was haben wir denn hier noch? Davon kann sie nichts nehmen, von diesem Großhaufen, nicht? Nimm mal lieber diesen großen Karton. Ist aber nichts drunter, okay. Also, dass du 27 Minuten brauchst, um Karton zu zerlegen, das ist schon ein bisschen sonderbar. Das kann man nicht anders sagen, weil ganz ehrlich, du solltest da nie am Altpapiercontainer stehen. Du brauchst ja Stunden, um da dein Zeug zu entsorgen. Es ist tatsächlich stürmischer geworden. Tja. Wir wollen aber was machen. Also deswegen ist es erstmal egal. Dann gehen wir halt Richtung Absturzstelle heute. Was? Zu meiner Schandstelle der Schande? Nee, da will ich nicht hin. Ja, ja, ja. Schön hier an der Seitenwand entlang. Ja, wir werden uns in der Höhle gleich wieder aufwärmen. Da werden wir nicht drum rumkommen.
Dass dem in der Kleidung überhaupt kalt ist, ich verstehe das nicht. Aber echt wunderbare Kleidung. Funkturm. Naja, da fehlen noch ein paar Dinge anscheinend. So. Da vorne ist ein Rucksack und Kohlen. Cold is making my head feel thick. Die Kohle macht dein Kopf dick, okay. The cold is making my head feel thick, okay. Nur Kohlen. Gut, dann machst du dich mal warm hier. Dauert ja auch einen Moment. Gut. Du hattest doch was, sowieso hast du dann. Ach, weil du nur die Flasche getrunken hast, okay. Deswegen. Ist doch zum Blizzard geworden. Natürlich kommt er jetzt wieder aus der anderen Richtung, das ist ja wohl klar. Minus 71. So, dann hoffe ich, dass die Wölfe jetzt nicht hier neu gespawnt sind. Tja, mit dem Ort sind wir leider schon durch. Das wäre jetzt das perfekte Wetter dafür. Zum Glück ist diese Region nicht so riesig. So, ich schätze, das war dann der Tag heute. Wie man immer wieder zurückkehrt. In diesen Raum. Tja, Junge. Wir werden jetzt rabiat. Wir nehmen jetzt alles auseinander. 12 Minuten. Tja. Bei manchen wundert es einen nicht, warum sie Single sind. Du kannst nicht mal das Regal auseinandernehmen, echt? Das ist auch ein Karton, okay. Gut. Muss wenigstens nicht mehr drüber stolpern. So, was haben wir hier noch? Nichts, echt. Steckt irgendwas raus. Du kannst die Bretter, den Besen, den Stuhl. Das ist aber auch nur. Den Stuhl kannst du mit der Handkante, echt? Halt. Den Besen kannst du mit dem Hammer, okay. Na gut, dann nehmen wir den Hammer. Tür geht nicht, die Regale gehen auch nicht. Das sind dann nur die zwei Bretter. Die brauchst du jeweils 1% vom Hammer. Gut, und dann würde ich sagen, wir haben den Raum erfolgreich auseinandergenommen, bis auf den Metalleimer halt. Da steht noch ein Stuhl, okay. I'm not sure I can carry much more. Das ist Stoff, das ist auch noch ein Stuhl, oder? Nee, das ist nicht. Noch ein Besen hier, Gott. Kannst du auch nicht mit der Hand? Okay. So, was haben wir denn sonst noch hier?
Den Teppich kannst du nicht auseinandernehmen. Ja, dann machen wir halt sauber. So, es wird abends. Da lässt der Bläser dann natürlich dann auch gerne mal nach. Ach, guck mal, das habe ich auch voll übersehen. Pfannkuchen à la Lilly. Ja, das ist mir schon klar. Ja, okay, klassische Pfannkuchen mit Pfirsichen, perfekt nach ausgiebigen Kletterpartien. À la Lilly. Was brauchst du? Eichelpulver, Ahornsirup, Spitzenpfirsiche, Trinkwasser und Speiseöl. Zustand geht rauf, Kopfschmerzen gehen runter. 1250 Kalorien, alter Schwede. Das ist krass. Wir haben einen Sattbonus, ja. Gut, der Blizzard hat zumindest mal aufgehört, was immer das auch heißt. Sekunde mal. Nee, wir lassen nichts behind. Mal aufbrechen, wollen wir nicht aufbrechen. Kartoffeln würde ich ungern hier lassen. Ja, wir nehmen das mal mit. Sicher ist sicher. Wir werden jetzt eine Nacht da hinten verbringen, nachdem wir die ganze Zeit jetzt hier draußen sind. Also, wir sind ja die ganze Zeit jetzt im Haus gewesen. Da möchte ich jetzt nicht wieder Lagerkoller-Risiko kommen. Ich meine, auf der anderen Seite, man könnte diesen Kuchen dann mal testen, den wir haben. Das wäre natürlich nicht schlecht. Aber gut. Da müssen wir jetzt mal rauf. Machen uns wahrscheinlich wieder in der Höhle warm, schätze ich mal. Hier sitzt Insel in Nebel über, echt? Nee, in Sonnenschein oder was auch immer. Und er geht gerade unter. Ja? Kletterst du denn doch? Okay, muss ich etwas überleben. Will ich wirklich rauf? Ich weiß nicht. Es ist sonnig. Nein, nicht so. Mach mal richtiges Feuer. Mit der Lupe, genau. Ja. 90%. Haben wir irgendwie einen Stock dabei? Genau, mach's mal 100%. Wir sind mit den Melonen auf Level 5. Das sieht man auch, wie schnell das geht. Weil dann, machen wir jetzt mal Fackeln rein. So, also Altholz und dann, Fackel nehmen aus. Komm. Dann tragen wir das Feuer jetzt nach hinten. Dann nutzt man natürlich jetzt die günstige Gelegenheit. Aus, es pustet uns aus, aber wir haben ja nichts verloren, außer ein bisschen Holz. Gibt auch schlechte Fackel, Gott. Und die letzte. So, weiter geht's. War da Blizzard? Hä? Kann ja nicht sein, dass hier Blizzard war. Also das Wetter, also manchmal muss ich dich wirklich an den Kopf greifen. Was das Wetter eigentlich immer hier wieder zu bieten hat. Ja, ich habe gerade eine Lieferung bekommen für ein sehr, zumindest für mich jetzt erstmal sehr wichtiges Gerät. Nicht ganz günstig, tatsächlich relativ teuer. Also Color Chart nennt sich das, so eine Farbtafel. So ganz definierte, also wo halt wie so ein Grid, wie so ein Raster an Farben. Und zwar ganz definierte Farbwerte sozusagen. Ja, weil was ich in meinem Norwegen-Urlaub auf jeden Fall gesehen habe, dass das nicht so wirklich gut und zuverlässig funktioniert. Die Farben waren teilweise all over the place, wie es so schön heißt. Und ja. Die sind halt nicht günstig. Die Dinger kosten halt 60 Euro. Das ist echt ein Haufen Geld. Und du musst halt echt aufpassen, dass du da nicht drauf toucht und dass die nass werden und so weiter. Das ist immer ein Problem. Ja, das funktioniert hervorragend. Genau, dann gibt es dann da hinten die Höhle.
will jetzt aber erstmal zur Absturzstelle. Ja, die ist halt, also es gibt die auch einfach nur als Pappding. Dann sind die natürlich günstiger. Kannst du einfach nur diese Karte holen. Aber ich habe mir halt so ein Kauf- und Zuklapp-Ding, was du dann einfach in deine Fototasche tun kannst. Der Kameratasche im Generellen. Dann bleibt ist das auch geschützt sozusagen, weil wenn da Kratzer und so drauf kommen, ist das halt nicht sehr hilfreich, weil das brauchst du dann halt, wenn du dann ein Foto machst oder auch was filmst. Und White Balance zum Beispiel ist ein bisschen. Halt, warte mal. Ich habe das vergessen, richtig? Ist. Gut, dann nimm ein Streichholz. Ich will lauter labern wieder, das ist wichtig, das ist typisch. Aber Hauptsache, wir haben einen Haufen Fackeln im Rucksack. Gut, dann nicht. Ja. Und die White Balance zum Beispiel funktioniert nicht oder hat halt das Gerät falsch erkannt oder hast es falsch eingestellt oder was auch immer. Das hilft halt auf jeden Fall. Es hilft generell auch die Farben richtig zu definieren, dass es halt dann auch ordentlich aussieht. Can't feel my hands. Das kriegst du halt auch nicht hin mit Best Guess sozusagen. Ich habe jetzt aber echt viele Kaninchen, alter Schwede. Wir haben keine flammengehärteten Pfeile, echt. Da oben müsste aber auch ein Wolf sein. Denn da oben ist der Bunker. Da kommst du aber nur von der Brücke von Fichtensturz hin. Man hört ihn schon. Ja, ich habe zwar so sogenannte LUTs, wie es so schön heißt, also LUT, Englisch, Lookup Tables. Das sind einfach so Farb-Presets im Prinzip. Aber das ist halt auch nur. Ja, damit kannst du vielleicht künstlerisch ein bisschen was bewerkstelligen, aber so wirklich hilfreich ist das nicht. So, wo ist jetzt der Wolf? Guck mal diesmal andersrum. Jo, ach, da drüben bist du echt. Ja, Edge, Junge. Selbst mit Echo. Tja, Junge. Da müssen wir kurz durch, aber das ist wichtig jetzt. Natürlich kriegen wir jetzt Aurora. Getting dark out here. Time to look for shelter. Ja, und ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden damit. Also, habe ich auch einiges Geld dafür bezahlt. Für diese Lookup-Table. Aber das funktioniert dann im Nachhinein, ist es okay. Wenn du es einmal nicht so richtig hundertprozentig hast. Also speziell jetzt auch für die Drohne ist das nicht schlecht, weil die verwenden ein ganz anderes Farbspektrum. Da brauchst du eh was anderes, aber das ist schon, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich bin jetzt heute angekommen und ja, ich bin nämlich jetzt auch, dabei sozusagen, mich mal etwas intensiver mit diesen ganzen Geräten vertraut zu machen, die ich da überhaupt habe. Damit es einfach besser wird, ja. Junge, das ist deine Alte. Wie hast du genannt? Old Girl? All this gear is slowing me down. Das ist mir doch egal. Ich habe viel zu Zeug im Rucksack. Das interessiert mich überhaupt nicht. Was ist mit diesem alten Flugzeugwrack? Metallschrott. Da oben liegt ja irgendwo was. Ist vielleicht mal da drauf. Nichts, echt. Das ist ja ganz ungewöhnlich für dich. So. Gibt's so ein paar Dinge oder war es das jetzt? Wir haben auf jeden Fall eine Kiste. Ja, da drüben. Noch ein paar Dinge. Hier ist noch ein Altmetall. Altmetallschrott. Haben wir auch mal da drauf. Da sieht man dann besser. Gut. Okay. Hier sieht man noch nicht.
kannst nicht rennen. Dafür stinkst du. So, dann gibt es hier unten noch das Reh. Da kommt jemand gefallen. Ist das da oder ist es nicht da? Ist gar nicht da oder was? Nee, ist es nicht tatsächlich, okay. Interessant, es kann auch mal nicht da sein. Aber noch mehr Holz. Also weil es hier ist, okay, alles klar. So, noch einmal balancieren, Junge. Ja. Ja, Kisten müssen wir auch noch zu klopfen, Junge. Hier irgendwo in den Kisten kann was sein. Ich weiß aber nicht, welche das sind. Auf jeden Fall liegt da ein Ölkanister, der liegt auch immer da. Ein Dosenöffner, echt. Ja, und hungrig wahrscheinlich auch. Oh, guck mal. Noch eine Thermosflasche. So, wir machen das Feuerchen aber hier hinten. So in der Ecke. Wir haben auch Stöcke. Genau. Brandbeschleuniger brauchen wir jetzt nicht. Das passt soweit. Ja, es hat jetzt nicht so funktioniert mit dem Feuer, aber gut. Es ist, wie es ist. So. Hey? Was ist los, Junge? So, Töpfe. Du kannst übrigens den Bogen hier wegnehmen, nur dass du Bescheid weißt. Hallo? Gut. So. Ja, leider scrollt nicht mehr der Cursor. Der Cursor bleibt jetzt stehen. Da haben sie irgendwas kaputt gemacht. Ah ja, damit kommen wir auf jeden Fall rum. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt wird es uns auch warm. Gut. Ja. Gut, ja, viel Stuff dabei. Gut, dann wäre das mal alles zerlegt. Mal die Fackel wieder rückgewonnen sozusagen. Ja. Die Socken zerfallen so langsam. 0,1 Grad haben die noch. Also, die sind so kurz davor, dass wir sagen Adieu. Reparieren werden wir die auf keinen Fall. Ja. Da brauchen wir auf jeden Fall noch Kaninchen. Müssen wir mal gucken, ob wir vom Rückweg uns damit vielleicht versorgen. Die Pullover sind auf jeden Fall wichtig. Das ist klar. Aber der Reparaturumfang ist groß genug. Okay. Ja, das sieht schon sehr aufgeräumt aus. Ja gut, die zwei kann man ignorieren, aber hier, das sieht schon sehr aufgeräumt aus. Den kann man auch ignorieren. Eisfischen und Flicken sind halt jetzt noch die Sachen, die wir ein bisschen brauchen. So. Da hätten wir doch schon das Problemchen gelöst, das siehste. So, ich lege auch gleich nochmal mehr Holz drauf, weil das, wir müssen ja auch durch die Nacht kommen. Das sind noch ein paar Stunden. Machen wir so. 8 Liter, das reicht auch. Eine ganze Weile rum. Aber ich würde gerne noch die Kisten zerklopfen. Okay, warte mal. Nimm mal die Pfanne daneben. Skorbut-Risiko. Du hast echt Skorbut-Risiko bekommen. Suche dem Lebensmittel mit hohem Vitamin-C-Gehalt zu dir, um das Skorbut-Risiko zu verringern. So, essen wir mal Mittel, einen. Bin ich mal gespannt, was das bedeutet. Geheilt. Okay, alles klar. Easy. Wenn das die Lösung ist, also das ist ja easy. Ja, cool, gell? Could end up being useful. Achso, hier ist noch ein Koffer. Und
Beschleuniger, okay. Und der Wind her. Sieht man irgendwie nicht. Gut, dann muss ich jetzt mal durch. Noch mehr Prozente Verlust, gut. Das ist die Kiste, alles klar. Die anderen sind dann, glaube ich, leer. Also es ist jetzt nicht so, dass jede Kiste gefüllt ist, aber die eine da vorne, die ist immer gut. Okay, jetzt machen wir uns erstmal warm. Das Fleisch ist inzwischen auch fertig. So. Ja, eigentlich müssten wir schlafen gehen, tatsächlich. Okay. Warte mal, wir ziehen das mal hoch. So, und das sollten easy 10 Stunden werden, meiner Meinung nach. Ich probiere das jetzt einfach, wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. Gute Nacht. Ja, wir haben es übrigens wieder. Ja, das ist warm genug, das ist kein Problem. Also musst du da schon relativ häufig das essen. Das hat lustigerweise kein Vitamin C, das hat geringes Vitamin C. Das ist nicht geheilt, krass. Also ich jetzt auch kein Vitamin C. Der klassische Vitamin C-Wolf. Ja, einfach wird das nicht, aber hey. So, also hier waren wir jetzt dran, hier waren wir dran. Hier waren wir dran, da waren wir dran. Bleibt nur noch der Kanister hier. Zum Herumleuchten. So, jetzt der Hirsch. Das Fell ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste, tatsächlich. Fleisch auch. Gut. 28. Hand. Alles klar, Hand. Dann nehmen wir die Hand. Okay, wie viel ist das drin, wenn du mit dem Messer rangehst? 10 Minuten. Ja, komm, die packen wir jetzt noch drauf. Das ist okay. So. Das hat bei dir nichts mit der Kälte zu tun, Junge. Da kannst du ganz beruhigt sein. So, dann machen wir uns erstmal wieder warm. Wie viel Wasser haben wir noch dabei? Das reicht eigentlich. Ja, ich will nur sicher gehen. Ist das eigentlich auch ein Ast, den du sehen kannst? Nee, kannst du nicht. Okay. Hier ist übrigens so eine Zeder. Ja. 10 Minuten. 20 Minuten, okay. Trockne das, wenn ich das hier rauslege? Bin ich immer gespannt. Nee, tut's nicht, gut. Jo, dann müssen wir uns erstmal warm machen. Fertig. Das ist auch fertig. Okay, setzt hier mal 2 Liter Wasser auf. Und wir holen uns mal Kaninchen. Die Hakenbutten, ja, da müsste man sich auch mal dran. Ich glaube, warte mal, wie ist denn das? Ich sehe ihn jetzt gerade nicht. Aber wir haben keinen, okay. Hakenbutten-Tee. Ich denke mal, Hakenbutten-Tee hat auch relativ viel Vitamin C. Ja, du kannst Skorbut bekommen, kannst es auch immer noch bekämpfen. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn du Skorbut hast, dass es dann war. So wie bei Erfrierung oder sowas. Ja, wir holen uns erstmal Kaninchen, das können wir noch später machen. Schreit er da am Felsen rum, das ist ja unglaublich. Ja, das kommt halt, weil wir den Vitamin C halt dazu getan haben. Übrigens, den Puma, den haben sie wieder rausgenommen. Und zwar, warte mal, ich müsste mal überlegen, wann haben die das rausgenommen? Äh.
Ich glaube, kurz nach meiner Aufnahme. Es müsste wirklich ganz kurz danach gewesen sein. Ich habe ja letzten Freitag auch mittags aufgenommen. Und für uns dann... Also bei uns war es dann abends im Prinzip, wo das dann rausgenommen wurde. Es war wirklich ein paar Stunden danach. Haben sie wieder rausgenommen. Ja, es gab mehrere Probleme halt mit der Implementierung im Sinne von, dass die Spieler nicht so zufrieden waren. Also das, was ich gefunden habe. Es kann natürlich auch noch andere gewesen sein. Und Hinterland hat nur gesagt, dass sie halt das generell sich aus der Community beschwert wurde, dass sie das halt nochmal überdacht haben und gesagt haben, okay, die haben auch recht. Ist gerade Schluck aufgehabt. Ich kann mal was rauslegen, was wir jetzt nicht die ganze Zeit mit uns rumschleppen müssen. Die sieht schon cool aus. Ich tausche mal die. Ja gut, okay, wir haben das ganze Holz dabei. Das ist natürlich Blödsinn. Das müssen wir leider behalten. Ja, ich weiß. Gib mir mal den. Ich hätte Flammengärter Pfeile machen können. Nee, haben wir genug Federn dabei? Wir hätten sogar genug Federn dabei. Okay, wir machen es jetzt mit klassischen. Jetzt ist erstmal egal. Einfach, dass wir ein paar Fälle haben, falls hier Probleme gibt. Da rennen ja ein paar Fälle rum. Schleichen. Psst, hältst du die Klappe? Das war drüber. Das interessiert es aber nicht. Ja, ist nicht so einfach, weil der Junge halt zittert. Da oben, okay. War leider zu hoch. Das war zu tief. So, Junge, wir machen das jetzt. Da du hier nicht triffst, da du die ganze Zeit am Schlottern bist, das bist du bei Stein lustigerweise nicht. Muss mal rennen. Ja, okay, gut. Oh, raufwärts ist natürlich auch schwierig. Ich hätte gern zwei, okay? Also wir haben zwei. Sag das doch. Dann reicht das vielleicht. Sieht nach dem nächsten Blizzard aus. Kostet mir gerade auch ein bisschen zu viel Prozent, um genau zu sein. Da stehen unsere Sachen. Schön drapiert. Ja, sie werden jetzt den Puma überarbeiten. Das kommt auch vor dem 6. Update für den Expansion Pass. Und ja. Wann das kommt, wird man dann sehen. Meine Hoffnung ist, dass sie den Puma... Also es gab halt auch Leute, die sich beschwert haben, dass du halt direkt im Struggle bist. Dass dir gar keine Chance gegeben wird, sozusagen. Du hast nur eine Chance hinterher.
Das ist natürlich ein bisschen, Es soll natürlich auch nicht so sein, dass der Puma dann so verkommt zu einem gewöhnlichen Tier wie die anderen auch, dass du das einfach jagen kannst. Also es sollte nicht sozusagen, dass du es da oben dann rumstreifen siehst oder so. So soll das nicht sein. Es sollte dann nur akustisch zu vernehmen sein, finde ich. Und das ist halt dann nur in dem Moment, wo es dich halt attackiert, dann sozusagen für dich dann relevant wird. Heißt natürlich auch, sie müssten in dem Falle halt eine Mechanik finden. Feuer geht auch noch, Gott sei Dank. Sie müssten eine Mechanik finden. Ja. Wo man sich nicht einfach auf einer freien Fläche drapieren kann, so nach dem Motto, ah, komm, attackier mich. Sondern nur in dem Moment, wo du dann halt wieder in Gefilde kommst, wo es halt für den Puma interessant ist, dass es dich dann attackiert, dass es dann wahrscheinlich von, sagen wir mal, von da hinten angerannt kommt oder so. So in der Richtung halt. Gut, das ist noch genug, da ist auch noch genug Feuer drauf. Nice. Ja, dann das machen wir natürlich einmal auf, den Rest dann mit der Hand. Ja, wir bleiben noch eine Nacht hier. So, warte mal, mach das mal daneben. Dasselbe auch hier. Ja, wir brauchen so langsam mal einen Wetzstein. So, mach das mal daneben. Den Topf darüber. Huch, so viel, echt. Oh ja, das ist ja... Oh, reichhaltiges Kaninchen. Noch so ein mieseliges Stück, Gott. Na gut, an so einem Kaninchen ist halt nicht viel dran. Na, wir machen das jetzt mal fertig. Das hat wahrscheinlich kein Vitamin C, nehme ich mal an. Eher das Gegenteil. Gut, ja, dann heißt jetzt den Rest rausholen. Das machen wir natürlich mit der Hand. Weg. Und das auch. Okay. Das schmeißen wir erstmal raus. So, das müssen wir jetzt ein bisschen hochziehen. Wir hatten ja das auf 9 Stunden irgendwas eingestellt und wir sind plus minus auf der Hälfte rausgekommen, nach 10 Stunden. Also im Prinzip wurden nur 5 Stunden oder so abgezogen. Deswegen muss man dann gucken, dass man das halt da nicht zu sehr übertreibt. So, was ich jetzt mal machen möchte, gib mir mal den und wir machen mal, wir haben doch einmal Hagebutten. War das mal? So, ich möchte das einfach mal wissen. Gering, echt gering nur, okay. Gering, 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 gering. Warte mal, den Quatsch, das da umlagern hat wahrscheinlich auch nur gering, oder? Okay, alles klar, gut. Wie sieht's denn aus? Sein Zahnfleisch fängt so langsam an zu bluten, echt? ja, dann gönnen wir dir mal. Warum? Können wir? Können wir, genau. Dann gönnen dir mal. Warte mal, leg dir mal ab. Ich möchte jetzt ein paar Hagebutten ranholen. Machst dir mal warm und trinkst den mal. So. Dann haben wir nämlich auch einen Temperaturbonus noch gleich davon. Halt vor allem hier. Wir machen das erstmal, gehen erstmal rauf und dann immer runterwärts. Muss man halt nur präzise greifen. Hier hängen auf jeden Fall eine ganze Menge. Nur 5
Hagebuttensträucher pro Aufstiegspunkt und das sind 3. Ah, hier sind es doch, oder? Hier sind es nur 4. Ja, greif, Junge, greif. Ich sag ja, präzise greifen. Du kannst diese Aktion nicht unterbrechen. Was willst du da halt machen? Er klettert halt gerne. So, das fand ich hier. Richtig, war es auch nur einer, okay. Wir haben uns natürlich nicht ausgeschlafen, das ist klar. Man schläft halt nur so viel, wie man halt braucht. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass Hagebutten hier reich an Vitamin C sind, aber ist nicht so. So. Die hätte ich auch gerne unten. So, haben wir noch mehr? Oder waren es das alle hier? Ich denke, das war's. Nein, das war's nicht. Gut, Leute, in der nächsten Folge, wir machen hier natürlich den Tag noch fertig, werden dann mal zurückkehren, so ganz langsam, peu à peu, ist nicht auf der Flucht. Ja, nimm das mal weg, genau, das ist ja zu verwirrend. Wir sind nicht auf der Flucht und dementsprechend können wir uns Zeit lassen. Wir gehen natürlich dann als nächstes mal Richtung Kirche, Fichtensturzbrücke etc. Und dann auch mal zum Bunker zu kommen, mal gucken, ob der auch Streichhölzer hat. Nee, aber wichtiger ist für mich tatsächlich momentan Wetzstein. Streichhölzer haben wir genug erstmal. Genau. Und ja. Dann sind wir mit der Region im Plus-Minus dann auch durch, bevor es dann ins Stumpflusstal geht. Wo wir dann versuchen, so viel wie möglich von diesen ganzen Naturmaterialien mitzunehmen. Wegen der Tee-Geschichte, also Warmhalte-Geschichte und halt auch, ja. Skorbut. Tja, geht's zum nächsten weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.